Hallo, wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Rosi. Guten Abend. Liebe Rosi, haben Sie es gefunden? Ja, darf ich mal grundsätzlich was sagen, Marc? Ja. Ich kann das ganze Theater von den Zuschauern und auch von manchen Moderatoren nicht verstehen. Warum? Gestern und heute hatte ich jeweils innerhalb von 10 Sekunden das Gesicht gefunden. Was haben Sie für einen Fernseher? Und ich bin 70 Jahre alt. Was haben Sie für einen vergessen? Rosi, was haben Sie für einen Fernseher? Hier unten im Moment ein 51er, ganz normal. Ich habe oben noch einen Flachbildschirm, aber... Was ist denn, was heißt 51 vom Durchmesser her? Diagonale, ne? Da haben Sie aber einen riesen Fernseher. Also schauen Sie mal, groß. Schauen Sie mal unsere Fernseher hier an. Ja. So, das sind keine 51er und wenn Sie das jetzt hier mal anschauen, ja, haben wir hier zeitweise so ein verschwommenes Bild, dass man hier kaum Umrisse sieht. Man sieht hier bei uns auf diesem normalen Monitor, und ich meine, das ist jetzt kein nagelneues Gerät, sieht man die Umrisse nur ganz schwer. Aber die Zuschauer müssten es finden, Marc, auf jeden Fall. Ach, ich sehe doch da, Feld 9. Ich sehe es sogar auf Ihrem Bildschirm. Ja, jetzt sehen Sie es. Ja, natürlich. Jetzt sehen Sie es, weil wir es verkleinert haben. Schauen Sie mal hier. Sehen Sie es? Mhm. Ja. Ja, jetzt genau. Und ich habe auch noch daneben auf meinem Bildschirm, ne? Aber 51er Fernseher ist riesig. Das hier ist, glaube ich, ein 37er. Ja, habe ich auch einen. Vom Bett steht. Das ist aber ein großer. Wir gucken mal, wo ist es denn, das Gesicht? In 9. Das stimmt. Liebe Rosi, 300 Euro haben Sie gewonnen. Ja, aber Rosi. Ja. Aber ich sage Ihnen eines, wenn Sie bei dem Spiel so gut sind, ja, ja, dann lösen Sie uns das doch jetzt wie jetzt gerade. Ja, mache ich ja gerne. Ja, sehen Sie? Ich habe gestern Abend 30 Mal angerufen und bin nicht durchgekommen. Ja, aber 30 Mal ist ja schon fast schon unvernünftig, 30 Mal. Ja, Sie hatten aber zum Schluss ganz schön gesteigert, den Betrag. Und da hat es sich gelohnt. Aber jetzt haben Sie es funktioniert, jetzt haben Sie 300 Euro gewonnen, liebe Rosi. Oder? Dankeschön. Dankeschön fürs Mitmachen. Zeig mir das nochmal hier. Auf diesem Monitor siehst du es einfach schlecht und auf dem unteren noch schlechter. Zeig's nochmal. Also, wir haben jetzt noch etliche Versionen vorbereitet. Machen wir das nächste Bild. Okay. Mach das nächste Bild. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn jetzt Rosi wieder gewinnt, dann hat Rosi im Endeffekt das Gesicht. Zeig mal das nächste. Liebe. Wenn Rosi jetzt gerade noch bei euch ist, schickst du mir mal gleich wieder her. Schickst du mal im Service Center her. Wir warten. Wenn Rosi im Service Center ist, schickst du mir mal bitte her. Dann soll sie mir mal sagen, ob sie jetzt das Gesicht hat. Das kann sie nämlich überhaupt gar nicht kennen, weil das ein niegelnagelneues Bild ist. Zeig mal das groß. Ja, da soll sie mal sagen, wo das Gesicht ist. Wir warten schon auf Rosi, kein Thema. Also 350 Euro für diese Runde. Warte mal auf Rosi, dass sie zurück ist. Mal sehen jetzt. Ich meine, dann ist das ihre Chance. Dann kann sie sich die wir warten jetzt auf Rosi. Ja, wenn Rosi sagt, sie hat die 10 Sekunden, dann warten wir jetzt mal auf Rosi. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Fairness geht bei uns vor. Jetzt warten wir mal auf Rosi, weil Rosi ist jetzt gerade im Service Center. Also, ich meine, sie ist jetzt schon ein bisschen drin, machen wir 1,5 Minuten. Pass auf, wir machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für alle, wir machen 90 Sekunden Bedenkzeit und jetzt sagen Sie mir, ob Sie hier ein Gesicht gefunden haben. Wir starten die Bedenkzeit, in 90 Sekunden müsste Rosi wieder auch fertig sein im Service Center und dann legen wir los. Wir starten die Bedenkzeit in 3, 2, 1, los. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben 24 Felder und wenn Sie wie Rosi sagen, Sie haben das Bild schnell, dann zeigen Sie mir, dass Sie das Bild lösen können. Sie haben momentan 3 Leitungen. Momentan sind wir noch in der Bedenkzeit. Dieses Bild können Sie noch nie zuvor gesehen haben. Dieses Bild haben wir noch nie zuvor gespielt. Achtung! Sie haben momentan 3 Studioleitungen. Die 6, die 15 und die 24. Ich gebe Ihnen, wenn wir diese Runde starten, eine 4. Leitung dazu. Und wenn Sie einen 51-Zoll-Fernseher haben, müssten Sie das Gesicht ja jetzt haben.
So, Rosi müsste jetzt in der Zwischenzeit aus dem Service Center zurück sein. So, an alle und an Rosi. Wo ist hier das menschliche Gesicht? 27, 26, 25. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein niegelnagelneues Motiv. Das ist ein niegelnagelneues Motiv. Und wenn Sie wie Rosi sagen, ich habe das so schnell, ja, mein Lieben, dann lösen Sie wie Rosi. 11. Ich sage nur eines, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hier bei uns im Studio sind zu dritt vor dem Monitor und haben das Gesicht nicht. Achtung. Stopp, 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 stopp. So. Okay. Also alle gegen Rosi, würde ich sagen. Auf geht's. Und die vierte Leitung wäre die 31, die dazukommt. So, jetzt möchte ich es wissen. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gebe Ihnen bei diesem Bild, was machen wir? Bleiben wir bei 350? 350, ja. Okay, wir bleiben bei 350 Euro. Sie bekommen eine vierte Leitung, und zwar Leitung 31. Sie haben jetzt vier Studioleitungen, eine als erster richtiger Moment. So, und jetzt frage ich Sie, wer von Ihnen hat jetzt das Gesicht? Ich sage nur eines, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Briefe, die wir bekommen, dass das irgendwelche lustigen Briefe sind, sondern Sie schreiben in diesen Briefen, die meisten von Ihnen sehen oft in diesen Bildern kein Gesicht. Bei diesem Motiv kann ich Ihnen sagen, das wurde noch nie gespielt. Möglicherweise hat Rosi vielleicht diese Echse schon mal gesehen, aber nicht in dieser Aufmachung. Richtig. Hier, dieses Bild kann überhaupt noch gar niemand gesehen haben. Ehrlich gesagt, dann ist das Rosis Chance. Also ich meine, das wären 600, 700 Euro fürs Wochenende. Du, wir hatten es gestern bei dem Spiel, da hat Selka bei mir dreimal gewonnen. Warum? Weil sie bei dem Spiel gut war. Liebe Rosi, 5, 4, 3, 2, 1, los! Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Motiv können Sie überhaupt nicht kennen. Selbst unsere Stammzuschauer kennen dieses Motiv nicht. Können es nicht kennen. Das heißt, aufgrund irgendeiner Vorerfahrung kann man dieses Bild nicht lösen. Wo ist hier in 24 Feldern ein Gesicht?